So, ich benutze aber trotz alledem, dass ich die Textur ein bisschen abgeändert habe, immer noch die Mischung aus dem Texturenpack von Doomcraft, in Klammer, abgeändert. Und, wo bin ich denn hier runter? Hier. Und Silent Hill. Nur mal so für Info, wer es denn wissen möchte. So. Stell dir mal vor, unter dem Kies wäre nichts und du würdest jetzt einfach mal einen abhauen und dann würde das ganze Ding hier einstürzen. Na, Schweinebärmann, alles klar? Freut mich. Oh, 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 ich habe da ein bisschen Quarz entdeckt. Den können wir uns mitnehmen. So, wir haben jetzt keine Behutsamkeit und nichts dabei, aber das ist egal. Ich nehme es einfach mal so mit. Man bekommt nur einen Quarz raus, wenn man da nicht mit Glück draufhaut. Das ist ja auch etwas schade. Oh nein. Oh nein! Bogen. So, kommt er nochmal? So. Schauen wir mal eben, ob er uns eine Träne gedroppt hat. Ich hoffe es. Ach nee, schade. Hat er hier irgendwo was fallen lassen? Was ist das da? Erfahrungspopis? Nee, oh. Na gut, dann. Wenn wir schon mal runter sind, dann können wir es auch mitnehmen. Ach ja, so. Schwarzpulver, naja, das schmeißen wir dann weg, wenn wir es nicht mehr brauchen. So, ich war hier am Quarz mitnehmen. So, weil Quarz ist ja auch ein sehr seltenes Gut, was man besser mitnehmen sollte. Und ich sag mal, in der Hölle, vor allem in der jetzigen Hölle, ist es mir ja auch egal, wie sie denn dann aussieht, weil sie eh nicht mitkommt. So, Alter, wie viel Quarz hier auch ist, krass. Der hätte sich dann vielleicht doch eine Glücksspitzhacke ein bisschen rentiert. Naja, zur Not machen wir halt irgendwann mal eine separate, eine wirklich ganz kurze Quarzfarmtour, wo wir dann durch die Gegend eilen und Quarz mitnehmen. So, hier war noch welches. Weil dadurch, dass wir an der Nebelschmiede so ewig viel verbaut haben, haben wir jetzt natürlich ein klein wenig Quarzmangel. Verständlich, oder? Freunde, kommt schon. Gebt euch einen Ruck. Na, na siehste, da kommt das Lächeln. Na also. Geht doch. So. Oh, der Hundsgrab-Song. Ja, er heißt so nicht, aber für mich ist das der Hundsgrab-Song. Denn dann kommt immer Glück auf und Vorhang auf. Und durchaus auch die Nebellande haben eine Chronik. Aber diese, ja, könnt ihr selbst mitverfolgen. So. Vor allem komplett alles kann man damit verfolgen, das ist ja das Lustige. Wenn etwas irgendwie... Stimmt. Die eine Aufnahme, die mir jetzt verschütt gegangen ist, das hat man natürlich nicht mitbekommen. Ist aber auch schade. Alter, hier ist jede Menge Quarz. Das ist gut, dann bringen wir da das nächste Mal halt eine Spitzhacke mit. So, es ist entschieden. Oh, ein Machtwort wurde gesprochen. So, ich sollte hier vielleicht da mal zumachen. Nicht, dass ich da irgendwann mal hineindödel. So. Haben es gleich geschafft, Freunde. Wir haben es gleich geschafft. Und ich habe kein Bett mit. Aber ich glaube, wir haben ein Bett dastehen, wenn ich mich nicht täusche. Sehen wir ja dann. Hallo. So, und guck mal. Der Lehm sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus, dadurch, dass natürlich eine... Ach, da ist ein Bett. Schön. Dass da die andere Textur ist, weil ich finde den Lehm... Er passt auch, ich sag mal so, von der Optik her auch in das von Doomcraft Texturenpack hinein. Ein bisschen besser als das Standardgedöns. Wieso haben wir 4 Öfen? Kann mir das mal jemand verraten? Zaun, Leder. Naja. Gut, Freunde, dann machen wir uns gleich noch eine Spitzhacke. So. Und dann geht's ab. Dann bauen wir Lehm ab. Ach ja, vielleicht sollte ich mir mal aus Hundsgrab die Pegasus ausleihen.
Aber ich weiß nicht, ob die für Nebelflüge konzipiert wurde. Das ist normaler gebrannter Ton. Das nehmen wir dann mit. Ja, ja. Ich nehme extra nur den nicht gefärbten mit, damit wir uns den dann einfärben, wie wir ihn denn benötigen. Das ist die beste Alternative, finde ich persönlich, da wir Farbstoffe ja eigentlich zur Genüge haben, prinzipiell. Und durchaus, wir nähern uns immer weiter, wenn wir nicht sogar schon die 600 haben. Ich weiß es nicht, ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren. Und ich habe immer noch kein braunes Schaf. Das ist eine beachtliche Leistung. Nein, eher nicht, aber für diejenigen, die es nicht wissen oder noch nicht wussten, als ich damals meine kunterbunte Schaffarm aufgemacht habe, meine Regenbogenfarm, wurde ich quasi als Farbrassist hingestellt, da ich keine braunen Schafe bei mir aufnehme. Und naja, ich habe es bis jetzt immer vergessen, dass ich mir ein braunes Schaf mache. Naja, mal gucken, wenn wir zurück sind, vielleicht, dass ich eins mache. Eins, so. Wäre doch mal eine Aktion so nebenbei, oder? Ja, ja, dann ist ja, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie es hier in den Nebellanden weitergeht. Und ja, ich möchte durchaus da so eine Art Community-Map draus machen, aber dadurch, dass ich jetzt dann schon wieder unterwegs bin, auf Reisen bin, wird das erst im nächsten Jahr stattfinden, dass da Leute zu Besuch kommen, wir ein bisschen umhertollen und dann auch etwas bauen dürfen. Und mit dürfen, sage ich bewusst dürfen, die müssen mir nicht bei irgendwas helfen, sondern die dürfen quasi dann etwas selbstständig bauen. Quasi so eine Art, wie sie der Opa Zehrung macht, diese Art 7 Tage Hundsgrab, bloß ein bisschen, ja, abgewandelt, sag ich mal. Deshalb ist ein gut gefülltes Lager vonnöten, damit die Leute da nicht ewig irgendwas farmen müssen, sondern dann einfach hingehen und sagen, yo, ich nehme jetzt einfach mal 6 Stacks Steine, oder ein klein wenig, ich sollte ins Bett gehen. Erde zum Formen und so weiter. Weißt du, so, da ist der Hintergrund. So. Lauf, 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 lauf. Lauf. Schnell ins Bett, schnell ins Bett, schnell ins Bett, schnell ins Bett. Gute Nacht. Mein Bettzeug. Guten Morgen. Verpiss dich, Regen. Danke. Ja, roten Sand. Sollten wir roten Sand mitnehmen? Ich hätte mir eine Endertruhe machen sollen, Freunde. Das kommt mir jetzt erst. Eine Endertruhe machen, dann wäre das ein bisschen effektiver gewesen. Oh Mann, ich bin aber auch ein Trops, dass ich da jetzt erst dran denke. Naja. Ist halt so. Vielleicht bei unserem nächsten Besuch, wer weiß das schon. Wer weiß das schon. Ja, ich wäre ja gerne mit irgendjemandem hierher gegangen, dass wir zu zweit gewesen wären. Und mit der Endertruhe, da hätten wir dann gleich mal mehr Material gehabt. Also viel, viel mehr Material hätten wir dann gehabt. Aber naja, aufgrund von zeitlichen Engpässen, wann ich auch aufnehme und so weiter, weil ich habe jetzt erstmal ein klein wenig Urlaub, ich muss mir ein paar Überstunden wegkriegen und so weiter. Ist es mitten in der Nacht, wenn ich aufnehme, und da ist es gar nicht so cool. Dann zu sagen, hey, yo, wie sieht's denn aus heute von 2:30 nachts bis 6 Uhr morgens? Hast du Bock mit aufzunehmen? Klar, der ein oder andere, der Ferien haben mag oder auch Urlaub haben mag, für den mag das vielleicht hinhauen. Aber es ist dann wieder so, die meisten älteren Leute haben ja Familie. Und da kannst du nicht sagen, Frau, ich werde von 2:30 bis 6 zocken, weck mich morgen nicht. Geht doch auch nicht. Wenn, dann muss die Frau schon mitmachen. So sieht's nämlich aus. So. Emanzipation digital. So, ach, ich mag diese Textur von dem Lehm. Der ist so, ja, teilweise so schön clean, weißt du?
Ja, wie schaut's im Inventar aus? Ach, da haben wir noch Platz ohne Ende. Da können wir sogar noch ein bisschen roten Sand mitnehmen. Kann man roten Sand dann eigentlich, also den normalen Sand, kann man den dann, oh. Oh. Ach, wir haben eine Werkbank hier. Kann man sich den dann eigentlich färben? Das ist eine gute Frage, sag ich mal. Was machen wir, wenn uns jetzt hier, was ist denn los? Achso. Wenn uns jetzt hier die Spitzhacken ausgehen, was machen wir denn dann? Den Rückweg antreten, würde ich sagen. Aber drei Eisenspitzhacken, wenn wir jetzt verbraten haben, dürften wir eigentlich schon voll sein. Na, dann könnten wir höchstens auch die Schaufel mit verbrezen. Mit Sand abbauen. Und was dann noch im Inventar an Platz ist, können wir ja dann noch mit Hand abbauen. Das wird, denke ich mal, nicht allzu viel sein. Ich bin da optimistisch. Ganz optimistisch bin ich da. So. Ach ja. Irgendwie, also die Gegend ist ja schon ein bisschen trostlos. Hier gibt es ja keinen Baum, einfach nur so ein bisschen farbigen Lehm. Ich hoffe mal, wir finden in der neuen Karte dann auch relativ schnell ein Lehmbiom. Ach, das Sand. Nicht Sand, das Wiese. War da oben doch noch gar nicht fertig, Mensch. Immer diese Voreiligkeit. So. Was ist denn das? Das müsste, glaube ich, roter sein, oder? Naja. Egal, ich nehme mit, was hier nicht nied- und nagelfest ist. So, was gibt es sonst so zu erzählen? Naja, wie war euer Sommer so? Also meiner war extrem heiß. Denn ich kann mit Stolz. Was heißt Stolz? Ich kann von mir selbst behaupten, ich bin im Hochsommer durch die Wüste gelaufen. Und kein Witz, also trotz dass wir da teilweise über 50 Grad hatten, fühlt es sich nicht an wie 50 Grad. Also wenn du direkt in der Sonne stehst, du merkst schon, dass dieser Planet extrem brennt, ja? Also das kannst du mit Deutschland gar nicht vergleichen. Aber wenn du dich im Schatten aufhältst und es hat echt im Schatten so 47, 48 Grad, du merkst es gar nicht. Also wenn es in Deutschland so 25 Grad hat, so sind da ungefähr 47 Grad im Schatten. Weil du da halt auch eine ganz andere Luftfeuchtigkeit hast und das gar nicht so mitbekommst, dass es so heiß ist. Aber es war interessant. Und ich habe mir immer so gedacht, naja, Wüste, riesiger Sandkasten. Nee, nicht wirklich. Das ist eher Staub und Dreck und kein Sand. Also ich meine, klar, auf anderen Wüsten, auf diesem lustigen Planeten hier, sieht es wahrscheinlich auch anders aus, aber in der Wüste, wo ich war, da, ja, es war kein Sand. Also weniger. Wenn du ein bisschen gebuddelt hast, dann warst du schon im Sand. Oder nennt man es Erde? Ich weiß nicht, also du darfst dir das nicht so vorstellen wie unseren schönen gesiebten Sand vom Spielplatz oder vom Sandkasten, weißt du? Das ist ganz anders. Und dann habe ich auch mal so ein. Ein Sandsturm habe ich auch mal mitgemacht. Also was heißt mitgemacht ist, war halt ein Sandsturm und ich war halt zufällig dann da, also quasi mitgemacht, ne? Und ich habe mir Sandstürme habe ich mir komplett anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, bei so einem Sandsturm, da fliegen da die Sandkörner durch die Gegend und es ist ja absolut windig und du musst aufpassen, dass du nicht vom Sand bedeckt wirst und lauter so ein Zeug, aber in Wirklichkeit ist das, ja, also wenn es auf dich zukommt, das sieht aus wie Nebel. Und dann ist das Staub. Also es sind nicht so diese groben Sandkörner, sondern total fein ist das Zeug. Und du darfst deinen Mund echt nicht aufmachen, weil wenn du den wieder zumachst, knirsch, 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 hast du den ganzen Dreck zwischen den Zähnen. Und ekelhaft. Ja. Und man sieht echt nicht weit. Das ist echt wie eine dichten Nebelsuppe. Der Wind ist nicht so stark, dass es sagen muss, ich muss aufpassen, dass es mich wegweht, aber was hatten die da gehabt? Die haben das in Knoten gesagt. Der hat so 40 Knoten gehabt. Ich glaube, die Umrechnung ist 1,4, 1,6, irgendwie sowas. Aber sagen wir so, über den Daumen, so um die 56 Stundenkilometer waren das dann.
vom Wind. Und wenn du da nicht deine Schutzbrille aufgehabt hast in den Augen, das waren wie kleine Nadelstiche. Also da ohne Brille, da hast du echt nicht längere Zeit. Sekunde mal, mal kurz Auge jucken, so. Wenn ich schon dran denke, dann juckt das Auge schon wieder. Hast du dich außen echt nicht lange aufhalten brauchen ohne Brille und ohne hier so ein, oh Gott, wie nennt man die Dinger? So ein Wickel um Hals, um Mund. Die hatten mir gesagt, wie man das nennt, warte.